So, dann leere ich mal das Inventar aus. Wir können ja zwischendurch mal ein bisschen da runter gucken, immer wieder mal. Und schauen, was sich da so ergibt. Jetzt erstmal ein bisschen Inventar ausleeren und mit Häuselbau beginnen. Die Spinnenseide da rein, das Zeug auch weg. Das da, Moment, nee. Das da und das da kann weg. So, das brauche ich, das brauche ich, das da. Was brauche ich denn noch? Dies hier? Ja. Eine Werkbank nehme ich mir auch mal mit. Eigentlich reicht ja eine. So, eine. Davon brauche ich noch was, genau. Kisten, nee, jetzt mal nicht. Und überhaupt, was tut denn das Holz hier drin? Das sollte doch gar nicht hier sein. Das gehört, wenn dann, dahin. So, davon kann ich was mitnehmen, aber nicht das hier. Was brauche ich denn noch? Stein. Oh, die Kiste ist leer. Okay. Die, also das ist eine Kiste, die auch da bleiben soll. Ja, okay, ich glaube, ein bisschen Kies. Ah, nee, Wege mache ich nachher. Ich muss aber noch hier da was machen. Ja, machen wir doch mal ein bisschen mehr. So, okay, ich bin gerüstet. Und dann will ich gleich mal das nächste Haus bauen, und zwar hierhin. Hier soll ein großes Haus noch hin. Oder zwei kleine. Platz wäre eigentlich genug für zwei kleine, ne? Wie sollen die denn aussehen? Hm, eins mit so einem Dach? Nee, haben wir ja hier. Ja, doch. Nee, dann machen wir so eins wie das hier. Genau, das darf ruhig ein bisschen größer sein. Ja, machen wir einfach mal. Dann brauche ich zunächst mal Steine. Und zwar baue ich das einfach mal gleich... Oh doch, einfach mal gleich hier hin. Doch, warum nicht? Und zwar ist dann ist hier der Weg. Moment, ich will das aber gerne. Ja, das. Ach, das ist egal. So. Kann durch ein bisschen vom Weg zurückstehen. Und das da hinten kann ich mit Erde auffüllen. Ich hol mal Erde. Kann ich sowieso als Kletterhilfe brauchen. So, hab ja Platz im Inventar. Da, Moment, ich will was essen. Okay, so, gegessen habe ich dann. Die Türen können da auch weg hier erstmal. So. Sowas brauche ich da. Ja, und Erde, ja gut. So, dann kann ich das hier mal mit Erde voll machen. Hier so und diesen Streifen hier auch. Nein, das nicht. Hoffentlich ist die Musik jetzt im Hintergrund nicht so leise wie beim letzten Mal. Ist mir aufgefallen, dass die sehr, sehr leise war. Ich weiß nicht warum. Ich habe nichts verändert, nichts umgestellt. Ja, manchmal führt so ein Computer sein Eigenleben. Ich weiß nicht warum das so ist. Na, manchmal ist das... Keine Ahnung. So. Wie groß will ich das jetzt machen? Da soll ja noch ein Haus hin. Ja, ich würde sagen so, dass diese Größe reicht. Ja, doch, das ist auf jeden Fall groß genug. So, aber jetzt muss ich mal gucken. An den Seiten müssen solche Klötze hin. Und zwar drei hoch, genau. Ah, an den Seiten, sage ich, an den Ecken. So, und auch noch da. Okay, der Rest wird ausgefüllt hiermit. Ach, Fensterscheiben habe ich auch vergessen. Ja, habe ich mal wieder fein hingekriegt. Die Eingangstür mache ich doch einfach mal... Hier hin, aber nee, dahin. Ach so, Eingangstür. Dann werde ich da mal drüber mauern hier. So, da und da. Und da kommt ein Fenster hin. Das kann ich gleich mal offen lassen. Ja, das sieht gut aus. Da, da. Und dann kommt da ein langes Fenster hin. Ja, das passt doch. Wie sieht's da aus? Ich kann da mal zumachen hier oben. Och, da machen wir zwei kleine hin. Da, da, da und oben zu. Und da kommt so eins hin. Ja, doch, passt doch. Machen wir nochmal eine Fackel hin und da noch eine. So, Tür habe ich mit. Da kann ich auch gleich mal die Inneneinrichtung noch machen.
So, haben wir die Tür. Die Inneneinrichtung. Hier was zum Hinsetzen. Einen Tisch. Ach, guck mal, die Druckplatten habe ich auch vergessen. Ja, ich vergesse aber auch alles. Machen wir nochmal hier was hin. Und einen Tisch dazu. Also, Fensterscheiben und Druckplatten. Die Druckplatten müssen hier drin sein. Oh, nur noch zwei da. Das ist ein bisschen wenig. Dann müssen wir uns welche bauen. Gut, machen wir eben. So. Wo habe ich die anderen jetzt? Ach, da oben. Und was war das jetzt noch? Glas. Haben wir hier. So, brauchen wir auch gleich. Habe ich noch was vergessen? Diese Blume kann ich gleich mal rausschmeißen. Ja, kann schon sein, weiß ich jetzt nicht. Ich setze mal die Fensterscheiben ein. Ach, außen muss ich noch Fackeln hinsetzen. Ja, richtig. Das darf ich nicht vergessen. So, so. Okay, dann wird's mal Zeit für ein neues Thema. Ich war... Moment, wo mache ich jetzt mal... Da mache ich eine hin und da, ja. Ich war letztes Wochenende und am Donnerstag davor. Also heute ist... Was haben wir heute? Dienstag. Ja, genau. Heute ist Dienstag. Also, ich weiß jetzt nicht genau, wann ihr die Folge zu sehen bekommt. Das, ich produziere gerade ein bisschen vor, weil ich ja ab morgen in Urlaub bin. Und wenn diese Folge kommt, wenn ihr die seht, dann müsste ich eigentlich schon wieder zurück sein. Ja, also... Ja, doch, müsste ich eigentlich. Naja, egal. Ich bin dann im Urlaub und deswegen produziere ich vor. Also ist das, was ich jetzt erzähle, schon ein bisschen länger her. Na, also ich war auf dem... Nee, nicht Weihnachtsmarkt. Auf dem Kramermarkt war ich. Also das ist so ein großer Rummel eben. Einmal im Jahr findet der statt bei uns in der Stadt. Und ich wohne seit 16, 17 Jahren in der Stadt und war da kein einziges Mal da. Und also, weil mich sowas auch nicht wirklich interessiert. Sieht man zu viele Leute, zu viele Rummel und naja, man kennt das ja, wie das ist, ne? Muss ja nicht alles schlecht sein, aber es ist auch nicht alles gut. Und aber ja, dann habe ich mich mal dazu überredet, dass ich da doch mal hingehe. Man würde da sicherlich auch was Leckeres zu futtern kriegen, so war es dann auch. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich da mal hin bin, weil ich da was Leckeres essen wollte. Mal Zuckerwatte und... gebrannte Mandeln oder sowas sollte es doch wohl geben. Gerade die beiden Sachen habe ich da nicht gegessen. Aber es kommt ja noch ein Weihnachtsmarkt und dann kann ich das da essen. Also wie dem auch sei, ich war da dreimal sogar insgesamt, aber mit einem Freund. Zweimal alleine. Am Sonntag hat es sich ergeben, weil ich gleich nach dem Training, da musste ich mal wieder mit dem Zug fahren. Und dann hat es sich ergeben, dass ich einfach mal eben noch dran vorbeischaue. Zumal es ja Leckeres zu essen gibt. Es war zwar auch sehr teuer, ne? Also keine Frage, das, die lagen da schon ordentlich zu. Aber es war sehr lecker. Und, es war sehr lecker, ja. Was habe ich gegessen? Fischbrötchen natürlich, ja. Erstmal eine ordentliche Grundlage. Und dann diese Bananen, die mit Schokolade überzogen sind. Oh, natürlich mit dunkler Schokolade. Oh Mann, war das herrlich. Sauteuer, ja, aber die Dinge kann man sich auch selbst machen. Irgendwie so auf so einem Schaschlik-Spießchen aufspießen, so eine Banane, dann mit Schokolade überziehen. Da muss ich mal schauen, ob ich das machen kann. Also ich könnte die Dinger tonnenweise fressen, ey. Oh, weil die so lecker sind. Und Bananen mag ich ja sowieso, Schokolade auch, vor allem dunkle Schokolade. Also ist ja fast so wie Kekse. Schokolade und Keks zusammen... Gute Kombination, Banane und Keks zusammen, Banane und Schokolade zusammen, ebenfalls. So, und dann gab es eben noch diese Hefeteig-Klötzchen da, die im siedenden Öl rausgebacken werden und dann mit Puderzucker überstreut werden. Davon habe ich mir natürlich auch einige geholt. Ah, die sind auch so lecker. Und die sind auch recht leicht selbst zu machen. Also sie sind recht leicht zu machen, aber es ist aufwendig. Ne? Den ganzen Hefeteig erstmal machen und dann Öl aufkochen oder zumindest heiß machen. Ja, ist eben recht aufwendig, ne? In großen Mengen lohnt sich das natürlich, aber... Ach Moment, ich wollte da vorne ja noch ein Haus bauen. Richtig. Ganz vergessen. Und wie soll das denn aussehen? Da mache ich wieder so eins hin mit dem Zaun oben drum. Genau, kommt gleich mal hier hin.
Und das packen wir einfach hier so direkt daneben. Ja, das darf direkt bis da vorne dran gehen. Das darf aber ein bisschen weiter nach vorne gehen. Muss nicht alles so ganz gleich sein. Alles so in Reihe und Glied. Aber Moment, da... Ach, das ist dann eher länglich so. Ach, Stein, hierhin. So. Ja doch, aber das finde ich ganz gut so. Dann kann ich da noch ein bisschen Erde hinlegen. Hab schon wieder irgendwas im Hals, ne? Ist wieder unglaublich. Naja, kaum habe ich angefangen mit der Aufnahme, schon meldet sich wieder was. Also gut, ich war ja vorhin noch stehen geblieben bei Schmalzdinger, Kringel. Ne, Kringel waren das ja nicht. Das waren keine Kringel. Nö, weiß ich nicht mehr. Waren sehr lecker. Na gut, also auf dem Jahrmarkt, da trifft man komische Leute oder zumindest sieht man sie. Also treffen heißt ja immer auch irgendwie ein bisschen kennenlernen oder so, aber das war ja nicht der Fall. Ich habe übrigens keinen getroffen, den ich kannte. Das war sehr schade. Ich dachte, an einem Tag, ich weiß nicht mehr, wann das war. War das der Sonntag oder so? Weiß ich nicht mehr. Da dachte ich, das wäre meine Arbeitskollegin, die neue. Aber das war sie dann doch nicht. Da habe ich mich getäuscht. Ansonsten habe ich keinen getroffen, den ich gekannt habe. Ja, irgendwie ein bisschen komisch, aber gut, war eben so. Ansonsten nur unbekannte Leute. So, Moment. Eben mal was trinken. Oh, Oh, lecker. Ach so, ich muss ja gucken, wie das jetzt weitergeht. Ich muss hier an der Seite 3 hoch, ja genau. Also ich habe noch ein bisschen was zu erzählen über den Jahrmarkt, aber das verschiebe ich jetzt mal in die nächste Folge. Denn in dieser Folge lohnt es sich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie lange ich darüber reden kann, aber es könnte ein bisschen länger werden. Zumindest für meine Verhältnisse, ne? Also man bedenke dies. Und dann ansonsten wird hier mit Holz gearbeitet. Wo mache ich denn die Tür hin? Mal schauen. Erst mache ich erstmal wieder das hier weg. Machen wir die Tür da? Nee, die machen wir da vorne hin. Mhm, ja. Die bauen wir da vorne und zwar hier. Ja, das macht aber auch wenig Sinn. Ja doch, aber wohin sonst? Da hinten? Nee, da will ich sie nicht hinhaben. Die mache ich da hin. So, eine Tür. Da brauchen wir noch Stufen. Nee, Treppen. Oh Mann, ey. Treppen. Haben wir welche da? Müssten wir wohl. Hier. Da. Ich nehme die mit. Oder habe ich welche im Inventar? Nein. Dann kann ich aber nochmal sowas mitnehmen. Und das die eine Blume, da kann ich verkauen. Da ist noch eine. Okay. Achso, Treppe, ja. So, genau, hier. Und Fackeln. Machen wir erstmal die Fackeln hin. Ich habe schon wieder was im Hals. Kaum was getrunken, geht schon wieder weiter. Da. Vielleicht sollte ich wirklich mal öfter reden. Also nicht nur bei Let's Plays, ansonsten rede ich ja nicht. Achso, halt, Moment. Mit wem auch und vor allem warum? Oder worüber? Es gibt echt so viele Sachen, über die man nicht reden muss. Es ist unglaublich. Das fällt einem vielleicht so im Alltag gar nicht auf, aber es ist unglaublich. Also was manche Leute auch reden können, ne? Ich meine, gut, warum auch nicht, ne? Also ich will jetzt nicht behaupten oder fordern, dass niemand mehr reden soll oder sowas. Das ist ja bescheuert. Das geht ja nicht. Außerdem macht es keinen Sinn. Wie dem auch sei, aber halt mal. So und so. Das sieht gut aus hier. Dann kann ich das da auch machen. Und da soll so eins. Ich würde gerne auch da noch ein Fenster hin haben. Naja, da kommt dann eben jetzt keins mehr hin. So.
Nein. Na, da, 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 da. Das Glas geht doch kaputt, wenn ich das falsch hinsetze. Hier, hör zu. Ja, ich habe mich gerade gewundert, warum es hier so hell ist, aber ist ja kein Wunder. Es sind ja noch... es ist ja noch kein Dach drauf. So, dann...